Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Oh yeah, und heute gehen wir mal wieder raus. Heute erleben wir mal wieder was, glaube ich. Oder sollten wir noch irgendwas bauen? Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ah. So machen wir Strom. Dafür brauchen wir aber auch nur Benzin, ne? Remove unwanted items. Es gibt keine Items, die ich nicht möchte. Ich will alles behalten. Nur für den Fall der Fälle. Blacksmith vielleicht noch. Vielleicht sollten wir das noch irgendwie einbauen. So. Haben wir hier irgendwo noch Nägel gebunkert? Neun Nägel. Schon mal anfangen. Dreißig Nägel. Okay. Motoren haben wir jetzt auf jeden Fall ohne Ende. Okay, dann brauchen wir. Steine. Zwanzig Stück. Ah, genau, im Locker habe ich ja noch welche, ne? Stimmt. So, dann können wir hier auch gleich ein paar Utensilien mit reinpacken. Hatte ich hier nicht Steine reingepackt? Mir war so. So, natürlich ein bisschen Ordnung schaffen wir hier, ne? Muss ja auch schick aussehen zu Hause. Ah, das war nicht ganz. Schlagen wollte ich es nicht. So, guckt mal an, wie wunderschön das ist hier in der Ecke. Wäre das hier nicht? Das wäre so toll. Man kann es leider nicht kaputt machen. Naja, nein, ich wollte es nicht moven. Oh Gott. So, okay, wir brauchen Bretter als nächstes, ne? Bin ich überladen? Habe ich hier nicht noch Bretter am Start? So, Steine behalten wir mal. Stimmt, ich werde fürs Erste erstmal all das Zeug hier reinpacken. Und dann holen wir halt raus, was wir brauchen. So. Dann hängen wir hier nochmal das hier auf. Hier Pfeile am Start. Steine. Wir haben Bretter da, also im Inventar. Sollte ich was essen? Ja. Okay, so einen halben Bretter brauche ich nicht. So, ich packe hier alles querbeet rein, ey. Blätter können wir auch erstmal hinwerfen. Alles weg. Alles weg. Scheiß, braucht doch keiner. Zu viele Hämmer. So. Die Zahnräder packen wir auch nochmal rüber. Und das kommt drüber. Ach, da habe ich ja noch einmal drin. So habe ich jetzt einen gebaut. So, ein bisschen Ordnung. Ordnung muss sein, Freunde. Das hat schon Hausmeister Krause gesagt. Und Hausmeister Krause, das weiß jeder, der hat immer recht. Wie viele Bretter brauche ich denn? Insgesamt 30 waren das, glaube ich, ne? 20. Ich habe 8 Steine und 20 Wood. 10, oder? 9. Ne, gut, dann nehmen wir nochmal das hier mit. Machen uns ein paar Bretter. Ach, daraus kann ich auch Bretter machen. Na gut. Aber jetzt zu spät. Jetzt haben wir mehr als genug Bretter.
Food Poisoning. Warum? So, 8, 16. Mehr als genug. Am Arsch. So, jetzt aber. Jetzt haben wir nämlich die 20. So, okay. 20 Bretter haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch der Stein. Und dafür laufen wir mal wieder zurück zum See. Da war nämlich noch ein zweites Haus. Da würde ich gerne mal reingucken. Ah, wenn es gerade neblig wird. Aber naja. Ich meine, man weiß ja nie, ob das jetzt Nebel ist oder nicht. Ich glaube, das haben die erst vor kurzem gepatcht. Weil vorher war alles so clean, so... Ja, konntest du nicht erahnen, dass es irgendwie neblig wird. Konntest du erahnen, wann es neblig wird. Und jetzt kannst du es nicht mehr. Sieht einfach nur alles gleich aus. So. Sind hier Zombies drin? Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Also rein theoretisch kommen die Zombies hier auch nicht hoch, ne? Das hier ist einer der sichersten Orte überhaupt. Hier ist wahrscheinlich auch gar nichts. Oh, ich habe die Crowbar nicht dabei. Okay, wir kriegen da wieder etwas. Das heißt, wir gehen mal kurz zurück. Tauchen kann man hier leider auch nicht. Es wäre noch cool gewesen, wenn irgendwelche Gefahren im Wasser wären. Das wäre noch geil. So, Stein. So, wir nehmen auf jeden Fall alles mit jetzt. Solange wir Platz haben, wir haben jetzt richtig viel Platz. Im riesengroßes Inventar. Und da können wir auch so viel mitnehmen, wie wir wollen. Und demnächst gehen wir natürlich auch wieder nach oben zu den Banditen. Um denen nochmal ordentlich mal die Fresse zu polieren. Wenn sie mich umgebracht haben. Okay. Hab nichts dagegen, wenn ihr mir noch Sachen schenkt. Na gut. Voll ist voll, ne? Ich wollte eine Crowbar. Kann das sein, dass... Ach, die ist mir oben verloren gegangen, ne? Ich muss eine neue bauen. Ich muss eine neue bauen. Dafür brauchen wir... unser Metal Sharp. So. Keine Nägel, nein. Die müssen sich echt mal merken, in welchem Reiter man ist. Das ist ein bisschen nervig, ständig hin und her zu switchen. Und wir brauchen eine neue Axt. Ich meine, wir können uns eine herstellen in der Schmiede, aber... Ja, ihr wisst ja. Ressourcen, die wir nicht ausgeben können. Aber ich sah noch so viel Zeug drin. Dann hoffe ich mal, dass wir da was richtig Feines bekommen. Und habt ihr bemerkt, dass hier keine Bären sind? Ich meine, den einen Bär, der in der Nähe war von mir, den habe ich schon erschossen, aber der spawnt ja auch irgendwann mal wieder neu, was er ja nicht tut. Das ist ein Zaun. Okay, Munition.
Ein Koffer mit ein paar Sachen. Und Bandagen. Ja, das erste Mal, dass es nicht wirklich hilfreich war. Ist aber ein altes Bild. Das erste Mal, dass wir nur Scheiße bekommen haben. Hätte ja sein können. Naja, gehen wir mal hoch zum Zaun, gucken, was da ist. Ein Aussichtspunkt. Ist da gerade irgendwas weggeflogen? Oh, Steine, Steine über Steine, die nehme ich alle gerne. Oh, Loot Paradise. Oh mein Gott, das ist doch eine Falle. Ich werde doch gleich erschossen. Wir sind hier 1 Milliarde Zombies gestorben. Nein. 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 Ich pack das auf die 1. Okay. Du dreckiges Subjekt, du. Ich habe mein Messer sogar dabei, ne? Viel zu spät. Es wird viel zu spät dann. Selbst das ist knapp. Gib mir nur das. Jetzt aber schnell. Oder ich werde einfach in dem Haus da übernachten. Ist da ein Stein in der Luft? Ja. Ach, guck mal, dahinter ist noch was. Zombies kommen hier nicht rauf, ne? Trinken wir erstmal was. Hier ist keine Nummerierung. Ich konnte nicht auf den ersten Blick sehen, auf welcher Nummer das ist. Das war die Kacke. Deswegen habe ich die ganze Zeit auf 4 gedrückt. Auf 3 gedrückt. Nee. Da, wo die Wasserflasche war halt. Habe ich halt verklickt. Essen habe ich auch noch am Start. Glaube ich. Ich habe einen Schokoriegel. Und ich habe die Beeren. Immer noch besser als nichts. Hätte das Fleisch auch mitnehmen können. Mir hier vielleicht ein Lagerfeuer basteln können. Aber gut, gehen wir halt hier schlafen. So, 5, 11 Stunden, oh Gott. Ich werde sterben, oder? Gott, beeil dich, Zero. Darfst nicht sterben. Nicht wegen dem Scheiß. Ah, meine Sicht wird verschwommen. Ich habe versucht, noch den Stein mitzunehmen. Ah, es geht. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich fahre mit dem Auto los. Ich glaube, das ist sicherer. Es ist wesentlich sicherer. Oh Gott. Gib mir was zu essen. Ja,
Gut, öffnen die Wasserflasche hin oder was? Oh, er ist fertig. Gut, dann nehmen wir die hier noch mit. Dann können wir hier fallen lassen. Ich hasse das, wenn ich das mache, ne? So, dann füllen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß hier auf. Bis zum geht nicht mehr. Und dann starten wir erst den Kram, weil so nützt mir das alles nichts. Wenn ich nur was für verschwende. Okay. Aber habe ich jetzt mehr als genug Steine? Das ist hier die Frage. Oder fehlte mir dieser eine, wo ich dran vorbeigelaufen bin? Ach nee, ich habe genug Steine. Okay. So, dann packen wir erstmal unsere Munition. Ab, die wir gefunden haben. Zack. Wohl. Nachladen zumindest. Ihr seht schon, sehr effektiv gegen den Bären, deswegen werden wir das auch behalten. Ich bin sehr froh, dass ich überlebt habe. So, Bandage, sicherheitshalber immer behalten, ne? Nein, ich wollte das nicht abnehmen. Das können wir hier hinwerfen. Das hängen wir auch erstmal hier hin. Das ist ein guter Platz zum Bunkern, ne? Finde ich auch. So. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich von dem ganzen Zeug brauche, deswegen. Was soll's? Okay, es wird Zeit für eine Schmiede. Nice, nice, nice. Okay. Ist ein bisschen groß, ne? So. Können wir wahrscheinlich nicht mehr umpositionieren. Deswegen direkt richtig bauen. Ah, der Hammer, den ich fallen gelassen habe. Aber wir haben hier zum Glück 1 Milliarde Hämmer. Drauf 4 Stunden. So, jetzt noch die Nägel rein. Ist das nicht toll? Okay, also hier können wir dann Waffen herstellen, ne? Axt, dafür brauche ich 2 Metall. Spitzhacke, Hammer werden wir wahrscheinlich niemals bauen müssen. Da, Crafting Materials, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Und hier können wir Metall schmelzen. Ja, habe ich mir fast gedacht. Hab ich mir fast gedacht. Na gut, wir werden erstmal das alles bauen, was wir haben, oder was wir brauchen, ne? Und dann werden wir das ganze Metall, was wir haben, da immer rein rotzen. Alles rein. Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall sehr viel. Ja, aber ihr kennt jetzt schon mal den Plan. So. Okay. Ah, das ist jetzt nicht so wichtig. Den hier könnte ich noch bauen. 10 Steine. Habe ich noch 10 Steine? Ich habe einen Stein. Das ist nicht viel. Na gut, dann können wir jetzt auch wieder los, ne? Habe ich die Crowbar noch? Aber dieses Mal fahren wir mit dem Auto.
Weil das natürlich ein bisschen sicherer ist. So. Machen wir einen kleinen Ausflug. Bitte nicht umfallen. Oh Gott, ich mag diese Straße schon mal gar nicht. Ich glaube, die sind nicht für Autos ausgelegt. Oh Gott, ich sehe es doch jetzt schon, dass ich hier irgendwo hängen bleibe. Nein. Sieht aus, als wären hier Menschen, ne? So ein Ding könnte ich zum Beispiel klauen, aber ich habe ja meinen Wasserdestillator. Ach so! Hier kann man wohnen. Ein Sleeping Bag. Für unterwegs. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Axt mehr, um das Ding klein zu hauen. Aber ich habe doch noch Axt. So viel zu der Axt. Ich brauche das Material, um Eisen zu machen. Deswegen, ich nehme alles mit. Ganz ehrlich, ich kann aus einem Stack, von dem kann ich eine Axt machen. Ne, vier Äxte. Und daher lohnt sich das. Ja. Zwei habe ich bekommen. Wenn ich jetzt vier Dinger davon noch kaputt mache, dann bin ich reich. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier geht's hoch. Das ist ja stylisch. Ich wünschte, ich hätte auch sowas. Dann könnte ich mich aufs Dach retten. Hier kann mir keiner was. Ich könnte auf dem Dach schlafen. Ich könnte jeden Tag auf dem Dach schlafen. Mir könnte niemand was anhaben. Naja. Ja. Ignoriere den Schmerz, Zero, ignoriere ihn. Ist das meine Butze da unten? Nein, ah. Wir haben hier einen guten Ausguck auf die andere Seite. Hier müssen auch irgendwo die Banditen sein, ne? Ist zwar ein schicker Ort, aber ganz ehrlich, hier würde ich nicht gern wohnen wollen. Einfach weil du hier sonst nirgendwo hinkommst. Kacke, Mann. Nach hinten. Oh Gott, ich steck fest, oder? Okay. Sag nur, das Auto nicht kaputt gehen, dann ist alles gut. Hier ist immer so ein Steg zum Rausgucken. Der ist cool. Hier könnte man zum Beispiel eine Schmiede raufpacken. So, mein Haus. Was ist, glaube ich, mein altes Haus, ne? Das heißt, es gibt doch vielleicht einen Waldweg dahin. Da ist mein neues. Aber ich muss jetzt erstmal einen Weg nach unten finden. Ist das ätzend hier? Hier sollte man echt nicht mit dem Auto rauffahren. Noch ein Grund, hier nicht zu wohnen. Kommst hier mit dem Auto so gut wie nicht rauf. Als wäre ich besoffen. Ich frage mich, ob ich die Leute, nicht einfach überfahren kann.
Können Sie mir im Auto was anhaben? Können Sie mich im Auto erschießen oder kann ich Sie einfach plattwalzen? Könnte man mal testen. So. Das war eine Fahrt. Haben wir noch irgendwas hinten drin eigentlich? Nö, okay. So, Schlafsack. Da kann meine Trulla hier schlafen. Das ist höchstwahrscheinlich ihr Zimmer. Wenn sie davor hockt und es bewacht. Hier kriegst du einen Schlafsack, Mädel. Bitteschön. Viel Spaß damit. So, die Frage ist, sollte ich jetzt schlafen? Weil ich bin ziemlich tot. Wir haben jetzt 13 Uhr, ne? Ich würde ja gerne noch ein bisschen erkunden, aber ich bin halt fast tot. Es bringt mir halt wenig, wenn ich plötzlich sterbe. Wenn ich so einen Tag durchschlafe, das würde dem Körper bestimmt gut tun. Und sich heilen. Aber weißt du was, wir machen das einfach mal. Wir schlafen mal ein bisschen länger. Wir fangen an mit 7 Stunden. Guck mal, sie bewacht mich. Vielleicht sollte ich die Tür zumachen. Vielleicht wäre das eine gute Idee, ja. Ich meine, was sollen die Zombies hier? Kommen hier doch nicht rein. Wie er hier reingeflogen kam. Das war süß. Oh. Ja, ich heile mich. Oh. Okay, wir sollten was essen und trinken. Komm, ich hab da irgendwas liegt. Was essen und trinken wollte ich, ne? So. Dann noch mal 3, 7. Warte, 3, 10. Ich höre hier die ganze Zeit Schritte, das ist echt gruselig. So, wir sind geheilt. Läufst du wieder rum? Was sollte das denn? Was sollte das denn? Wozu habe ich dich? Die Schweine! Diese dreckigen! Alter! Nee! Nein! Hier! So! 9 mm. Nehmen wir die 9 mm mit. Alter! Nee! Das habt ihr jetzt nicht getan, Leute! Das habt ihr jetzt nicht gemacht! Nee! Nee, nee, nee! Nee, 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 Freunde! Ich komme jetzt zu euch! Davon könnt ihr ausgehen. Habt ihr mir irgendwas geklaut? Dann machen die einfach die Tür auf. Und dann gehen die rein. Und töten mich. Was ist denn los mit denen? Leute, morgen gibt's Rache. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Die Schweine.